Herzlich willkommen, liebe Mädels, liebe Jungs, zum zweiten Teil von dem Sporting Woman Camp am Dreiländer-Enduro-Eck in Reschen, Südtirol. Was soll ich dazu sagen? Ich bin jetzt schon im zweiten Teil angekommen, ich nehme euch direkt mit. Hier seht ihr schon mal die ersten Impressionen, es sind schon viele Mädels am Start, es ist früh am Morgen, die Händler haben richtig Bock, jeder ist gut gelaunt, selbst der DJ ist schon fit und wach. Und ja, ich würde sagen, ich übergebe diesmal das weitere Wort, ein kleines Statement an meinen Kollegen, den Dominik. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier auf dem Sporting Woman, nee, nicht Summer Festival, Women's Camp am Reschenpass. Ne? Wir haben 9.24 Uhr, die Ladies sind fast alle bereit, gleich geht's los auf die Tour. Es gibt noch keine Mimosas, der Prosecco ist schon kaltgestellt für später. Die Wetteraussichten sind soweit gut, aber ich muss noch was frühstücken. Ich bin jetzt direkt verdonnert, dass ich die Fahrräder vor den Ladies jetzt aufhängen darf. Aber Leute, ich habe gesagt, pro Raten Fünfer, das geht klar, ne? Nein! Doch, das geht! Bevor ich das vergesse, ganz herzliches Dankeschön geht raus noch einmal an den Dominik für das ultra professionelle Intro. Danke sehr, mein Jutster. Helene gab der Gruppe noch ein kurzes Briefing für unser Tagesprogramm und dann ging es auch schon direkt los. Juhu! Ich darf jetzt hier mal vorfahren. Hallo, mein Flow! Wie jeder dir? Ja, wie jeder gut! Ja, und selbst der Bestens! Der schöne eben Flowtrail eignet sich hervorragend, am frühen Morgen erstmal ein bisschen warm zu werden. Wir fuhren direkt nach diesem Warmfahren weiter auf dem schönen eben Enduro Trail. Da wollten wir uns dann auch nochmal ein paar schöne Enduro Stages uns einverleiben und auch den Mädels mal zeigen, wie man da was fährt. Alle hatten unfassbar viel Bock, an diesem wunderschönen Tag zu fahren und wir gehen direkt einfach mal da weiter und gucken, was da heute noch so alles auf uns zukommt. Ich werde jetzt mal schnell vorfahren, dann ein paar Aufnahmen von den Mädels dann noch machen, wenn die kommen. Let's go, getting into it, in den schönen Trail hinein. Rumpelt. Das ist das Rumpelstilzchen. Stellen uns mal hier hin. For filming the ladies. Es sind einfach die Wurzeln und die Steine in dieser Region, die das Fahren hier so atemberaubend machen. Und ich, Idiot, habe jetzt meinen Handschuh eingesaut. So, Dani. Servus. Yeah! Ich habe 116 Puls. 116! Aber ich meine, gut, ich kann natürlich jetzt auch hier im Wald mich schön hinlegen, ein Päuschen machen und einfach mein Leben genießen. Ja. Ja. Ich genieße nämlich gerne mein Leben. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Alter, jetzt haut's mich hier aufs Maul auch noch. Yay! Yeah. Ist der schön eben schön. Hallo. Sehr schön. Ja, Leute, ihr seht ja jetzt mal das Eilings Trail in Action. Von einer sehr sportlichen Dame hier bewegt. Sie fährt eine saubere und grazil schlanke Linie. Da kann man mal gar nichts sagen. Wunderbar. So, jetzt fahren wir wieder mal ein bisschen flotter, dropping in. Bop, 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 bop. Oh, zack, rein. Ja, das macht schon Bock hier. Läuft wie Schmitz Katze hier. Hier kommt eine schöne Kehre. Ja, fein. Ich würde sagen, hier werden wir mal schnell wieder ein paar Aufnahmen von den Girls machen, wenn die hier runterfahren.
Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! It don't stop! Yes, yes, yo! Hardcore! Hey! Hey, hey! Ich bin eine Biene! Jawohl, Martina! Bremse auf! Lass laufen! Lass laufen! Yo! Leute, ich sag's euch nochmal, die machen ihre Arbeit. Major! Genießt die Show! Ach, mein Gott, was laber ich wieder für einen Müll? Auf jeden Fall, hier geht's links und rechts rein. Hier haben wir wieder Wurzeln. Und hier wieder treten, treten, treten. Da kann man auch nochmal abziehen. Hier fahren wir eine innere und eine äußere Linie. Und springen uns. Die Mädels sind jetzt mal vorgefahren. Die Helene zeigt damit jetzt den Mädels noch bei den technischen Stufen noch was. Schließt da jetzt mal direkt auf. Meine Damen und Herren, wir hatten jetzt gerade mal kurz Stau am mittleren Ring sozusagen. Aber es geht wieder weiter und fahren unseren Stiefel. Als nächstes steht auf dem Programm, wir trainieren eine Sektion. Wir haben hier eine schöne Steilabfahrt mit schönen Wurzelabsätzen und eben auch losen Boden. Dass das natürlich nicht selbstverständlich ist zu fahren, zeigt uns da auch nochmal Helene, wie man richtig auf dem Fahrrad steht, wie die Body Position sein muss bei so einer Abfahrt. Und natürlich zeigten wir das Ganze dann auch nochmal ein bisschen flotter mit richtig viel Confidence. Und ich durfte das natürlich dann auch machen. Holy moly! Kind of fast. Ein paar Tage auf dem Bike in den Bergen, das ist natürlich auch anstrengend. Aber zum Glück hatten wir eine gemischte Gruppe mit E-Bikes und eben auch normalen Fahrrädern. So haben sich die Mädels gegenseitig die Möglichkeit geboten, sich im wahrsten Sinne des Wortes sich selbst eben abzuschleppen. Wir waren oben auf der Reschneralm angekommen, dann hieß es erstmal einen leckeren Kaffee trinken, kurz chillen und dann weiterfahren. Die Mädels sind alle noch richtig gut gelaunt. Wetter ist on top, besser kann es gar nicht sein. Aber jetzt wollen wir erstmal was zum Trinken, ich habe mega Durst. Jetzt stehen wir an dem Trail-Einstieg der Dreilander Enduro-Trails und zwar hier auf dem Kreuzmoos-Trail. Du musst dann durchs feuchte Müsli. Zum Glück habe ich jetzt gerade die Kamera an. Zum Glück habe ich jetzt auf Recorden. Ich danke dir, ich danke dir. Ich fahr Fahrrad, viel Spaß euch. Sehen Sie die unfassbare Geschwindigkeit der Schöffelfahrerin direkt vor mir. Hier lässt sie es hart laufen. Dann über die Innenlinie, eiskalt überholt, unfassbare Szenen. Alter Schwede, oh, Leute, der shakt einen durch. Geil.
Der schönste Trail und auch der schönste Tag nimmt irgendwann mal sein Ende. Für uns ging es zurück ins Camp, wo uns ein grandioses Catering erwartete, organisiert vom Hotel Edelweiß in Zusammenarbeit mit dem Hotel Edgequelle. Wir ließen uns dieses tolle Essen mal richtig schmecken. Hier seht ihr noch einmal die letzten Eindrücke dieses Tages. Es waren tolle Gespräche zum Schluss, tolle Atmosphäre in dieser unfassbar schönen Bergkulisse. Und alle Teilnehmerinnen hatten einen super tollen Tag erlebt. Es war einfach nur ein total schönes Zusammensein. In diesem Sinne möchte ich sagen, vielen lieben Dank an alle Teilnehmerinnen, die dieses Jahr bei dem Women's Camp in Reschen 2022 dabei waren. Wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, dann schaller das Glöckchen an, haut ein Abo für mich rein. Ich würde mich echt mega drüber freuen. Hey, und vielleicht sehen wir uns sogar schon wieder beim nächsten Women's Camp in Reschen. Denkt dran, man kann nie genug lernen auf dem Fahrrad. Habt eine gute Zeit, bleibt sicher und genießt euer Leben. In diesem Sinne, ciao, bye bye und bis zum nächsten Video. Thank you.